Heute möchte ich mit euch in die Disco. Ihr braucht dafür Stages. In Videovision geht manches, aber nicht alles. Ich sag das dann an. Und ihr benötigt das Erweiterungspaket 3D-Elemente. Wenn du dazu noch das Erweiterungspaket Licht und Optik hast, dann kannst du es richtig glitzern lassen. Komm mit auf die Tanzfläche. Ich zeige euch kurz den Aufbau vom Beispiel am Anfang. Wir haben hier das Kapitel Hintergrund. Darin befindet sich die dynamische Rechteckform mit einem einfachen Farbverlauf. Dann gibt es das Partikelobjekt, das diese Vierecke hervorbringt. Die Partikel befinden sich in einem Weichzeichnereffekt. Darüber liegen die Texturkacheln, die die schwarzen Linien zeichnen. Und dann gibt es das Kapitel Disco-Kugel. Da gibt es einmal ein Hintergrundbild, das mit dem Formmosaik verändert wurde. Und das Mosaik liegt dann im Kugel-3D-Effekt, der für die Wölbung und diese Drehung sorgt. Und ganz oben gibt es noch ein winzig kleines Rechteck. Das habe ich hier mit der manuellen Eingabe so klein gemacht. Und das hat einen ganz feinen Farbverlauf. Das ist dann die Aufhängung für die Disco-Kugel. Kann man machen, muss man nicht machen. Für etwas mehr Stimmung sorgen dann hier noch drei Glitzereffekte. Einmal das Gleißen aus dem Erweiterungspaket Licht und Optik, was an der Disco-Kugel platziert wurde. Dann aus dem gleichen Paket der Disco-Effekt, der so Kreise in verschiedenen Farben animiert. Und am Ende gibt es noch das standardmäßig im Programm enthaltene Light Leaks Overlay, das nochmal für kurz auftauchende Lichteffekte sorgt. Lasst uns die einzelnen Tanzschritte im Detail anschauen. Ich befinde mich hier in Stages 2024 und ich starte mit dem Hintergrund. Ich hole mir erstmal die dynamische Rechteckform. Als Farbe wähle ich in den Eigenschaften das Lila. Hier dieses Lila in der Mitte und ich möchte einen Farbverlauf, also aktiviere ich hier den Typ Linear und gebe hier die zweite Farbe ein, das dunklere Lila. Der Verlauf ist jetzt von links nach rechts, ich möchte ihn aber von oben nach unten, also den Winkel hier verändern und ich möchte ihn noch etwas deutlicher sehen, deswegen ändere ich die Skalierung, ich erhöhe diese hier so auf ca. 90%. Damit ist die Hintergrundfarbe fertig. Jetzt kommen die Partikel und da spare ich mir gern etwas Arbeit und nehme gern so Partikelvorlagen, die schon meine Zwecke erfüllen. Ich verwende hier diesen dynamischen Hintergrund namens Blätter. Davon benutze ich aber nur die Partikel. Also ich ziehe die raus und der Rest kann weg. Der Partikeleffekt enthält mehrere Grafiken, die mittels Bildeffekt gefärbt werden. Das kann man im Bildeditor sehen. Hier am Reiter Effekte und da erkennt man, es gibt eine Zufallsauswahl aus verschiedenen Farbfüllungen. Deren Farben passe ich auch an. Das Lila kann bleiben. Statt Gelb werde ich hier das zweite Lila nehmen, das ich auch in meinem Farbverlauf hatte. Statt Rot nehme ich ein knalliges Pink. Und statt der grünen Farbvariante, die für ein Partikel ausgelost werden kann, das Hellblau. Für diese Blattform sorgte bisher die Maske. Wir wollen aber kein Blatt, sondern ein Viereck. Und dafür können wir diesen Maskeneffekt einfach entfernen. Und dann haben wir schon die passende Form. Im Layout Designer sehen wir jetzt die zufällig gefärbten Quadratpartikel. Und jetzt passen wir noch die Partikeleigenschaften an. Ich starte mal mit der Größe. Die liegt jetzt bei 10%. Ich möchte die Partikelgröße haben. Also wähle ich 19%. Man sieht, die neu generierten Partikel haben jetzt schon diese neue Größe. Und dann gibt es hier diesen Punkt, den es nur in Stages gibt. Und zwar kann man die Verteilung der Partikel auf der X- bzw. Y-Achse beeinflussen und filtern und damit bestimmte Verteilungen auf der Fläche erzwingen. Ich wähle bei der X-Verteilung 9 Schritte. Damit wird meine Kurve also nochmal in 9 Stufen unterteilt. Man erkennt jetzt auch schon, dass die Partikel so spaltenförmig erscheinen. Und ob so ein Filter an einer Kurve aktiv ist, sieht man hier an diesem kleinen Sternchen. Das mache ich auch bei der Verteilung an der Y-Achse. Hier wähle ich 5 Schritte. Und auch hier erkennt man jetzt bei den neu generierten Partikeln, dass diese ordentlich zeilenförmig erscheinen. Also wie gesagt, dieses Verteilen via Kurve oder Quantisierung, das geht nur in Stages. Und wie ihr die Verteilung machen solltet, ist abhängig von der Größe der Partikel. Dann zu den weiteren Einstellungen. Ich wähle hier eine Vorglühzeit von 10 Sekunden. Das heißt, sobald der Effekt im Projekt erscheint, sind auch schon Partikel vorhanden.
Beim Alter wähle ich einen festen Wert, und zwar ein maximales Alter von 2 Sekunden. Das sorgt für ein schnelleres Verschwinden der Partikel. Die Anzahl pro Sekunde gibt vor, wie viele Partikel in einer Sekunde neu erzeugt werden. Wähle ich hier 22, habe ich halt deutlich mehr Partikel und sehe weniger von meinem lilafarbenen Farbverlauf im Hintergrund. Aber ich lasse es jetzt erstmal auf 11. Wir schauen noch kurz hier weiter unten zum Partikelleben. Diese Deckkraftkurve ist auch eine Einstellung, die man nur in Stages vornehmen kann. Das sorgt für ein sanftes Erscheinen und Ausblenden der Partikel. Mit denen bin ich jetzt zufrieden und dann können wir den Weichzeichner-Effekt über diese Partikel legen. Der Weichzeichner soll das Leuchten der Partikel etwas abdämpfen und alles so ein wenig lichtwandmäßiger erscheinen lassen. Ich senke hier die Stärke auf 2% und dann kommt das Ganze unter die Rechteckform. Ich bringe mal alles zusammen auf eine Dauer von 20 Sekunden, damit wir das länger genießen können. Für den Hintergrund fehlt noch der Gittereffekt, dieses schwarze Raster. Das lege ich mit dem Texturkacheleffekt über meinen Hintergrund. Ich setze diesen ebenfalls auf 20 Sekunden und in den Eigenschaften kann ich jetzt das Kachelmuster wählen, das Raster schwarz. Hier mache ich jetzt das Kachelmuster passend zu meinen quadratischen Partikeln. Also ich wähle hier 9 Kacheln. Man könnte hier auch noch eine ganz kleine vertikale Verschiebung vornehmen. Aber jetzt sieht es erstmal so aus. Der Hintergrund ist damit fertig. Ich habe hier das Kapitel entsprechend beschriftet. Und dann ist es an der Zeit, die Disco-Kugel aufzuhängen. Die findet ihr im Erweiterungspaket 3D-Elemente. Da gibt es hier diese Kugel. Ich lege das auch wieder in ein Kapitel und benenne das. Und in diesem Kugeleffekt ziehe ich das Hintergrundbild namens Kaltes Bouquet. Das Bild wird zur Kugel geformt und diese Kugel kann sich drehen. Ich brauche hier aber keine Einblendung für das Bild. Und auch die Dauer erhöhe ich gleich auf 20 Sekunden. Den Kugeleffekt ändern wir auch noch von den Einstellungen her. Die Kugel soll gerade hängen. Ich setze die Z-Achse also auf 0 Grad. Beim Modus kann man eingeben, wie die Kugel sich drehen soll. Ich möchte 2 Umdrehungen während der gesamten Anzeigedauer um die Y-Achse. So schaut das aus. Wer möchte, dass die Kugel sich schneller dreht, könnte halt die Anzahl der Umdrehungen weiter erhöhen. Ich entferne jetzt hier noch die Beschleunigung am Anfang und Ende und dann ist die Kugel soweit auch fertig. Aber ich möchte, dass das Bild noch etwas Disco-Kugelartiger aussieht, also so ein bisschen unterteilt ist. Eine Disco-Kugel ist ja aus vielen kleinen Spiegelstückchen zusammengesetzt. Und um diesen Effekt zu erreichen, nehme ich hier das Formmosaik. Das zerlegt mein Bild in lauter einzelne Förmchen. Ich lasse hier auch diese Dreiecksform und erhöhe die Anzahl noch einmal, damit die Teilchen kleiner werden. Und auch bei der Größe darf es etwas mehr sein. Und statt des transparenten Hintergrunds nehme ich hier so eine graue Farbe. Damit sieht unsere Disco-Kugel jetzt so aus. Und ich schiebe diese jetzt noch höher an den Rand. Man könnte jetzt, wenn man möchte, da, wie gesagt, mit so einer kleinen Rechteckform noch eine Aufhängung basteln. Aber es funktioniert auch so. Um jetzt die Kugel und den Hintergrund zusammenzubringen, verwende ich nochmal ein weiteres Kapitel. Und dann kommt der Hintergrund hier über die Disco-Kugel. Dann haben wir diesen Stand der Dinge. Mit dem Erweiterungspaket Licht und Optik bringen wir jetzt noch ein bisschen mehr Disco-Feeling in das Projekt. Ich starte mit dem Gleisen-Effekt. Dort verringere ich die Deckkraft und die Größe. Und über diese Positionsschieber bewege ich den Gleisen-Effekt jetzt hoch zur Kugel, dass es so an einer Kante ordentlich glitzert. Zusätzlich hole ich dann noch den Effekt namens Disco. Da sieht man im Layout-Designer jetzt solche farbigen Flecken. In den Eigenschaften könnt ihr die Farben einstellen. Ich lasse sie wieder so und ich erhöhe die Dauer von den beiden Effekten dann wieder auf 20 Sekunden.
Und wenn eure Grafikkarte noch kann, dann könnt ihr auch noch den Light Leaks Overlay Effekt über das Ganze legen. Das gibt dann zusätzliche Lichterscheinungen. Achtet darauf, in den Eigenschaften das Post-Processing zu aktivieren. Und dann läuft das. Verwendet das Ganze als Intro oder aber auch als Hintergrund für eure Fotos und Videos. Die könnte man hier zwischen Hintergrund und Kugel einfügen. Ich zeige das gleich auch nochmal im Abspann. Das Projekt gibt es dann auch wieder als Download im VIP-Bereich. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ich lese auch gern eure Kommentare. Danke!